Ein herzliches Willkommen zum neuen Projekt Blood, der Shooter von 1997. Ich hatte mal wieder Lust, ein paar alte Sachen auszugraben und mal wieder ein paar Sachen abzuarbeiten, die ich damals nicht gespielt habe. Ich habe den Nachfolger Blood 2 habe ich mal gespielt, allerdings war das auch irgendwie so eine Version, die nicht so wirklich funktioniert hat. Der Levelübergang hat nicht geklappt, deswegen habe ich eigentlich im Grunde genommen das erste Level immer und immer wieder gespielt. Musste man dann per Konsole in die nächsten Level switchen. Das war alles so sehr unschön und sehr unfertig, die Version, die ich damals hatte. Und ja, ich dachte mir, ich fange dann diese Reihe nochmal an. Es sind ja nur zwei Teile und werde mich dann hier nochmal ein bisschen einarbeiten. Ich habe die Blood GDX-Version, ich glaube GDX heißt sie, wo man dann hier ein paar Sachen einstellen kann. Das Ganze halt auf 1024 beziehungsweise 1080p hochpatchen, wirklich hast jetzt Voxel-Grafik statt den Sprites. Es läuft auf der Build-Engine, also die Engine, die auch für Duke Nukem verwendet wurde und Shadow Warrior gab zu der Zeit, also so gerade in den 96, 97, so um den Dreh gab es einige Spiele, die damit gelaufen sind. Und das merkt man auch. Ich kann noch ein bisschen was zur Hintergrundstory erzählen, weil die im Spiel selber nicht so abgehandelt wird. Es ist halt ein typischer Shooter aus Ende der 90er, wo es halt ums Gameplay und weniger um die Story ging. Die habe ich jetzt auch von der Wikipedia-Seite, weil im Spiel selber wird sehr wenig dazu gesagt. Und wir spielen einen jungen Mann namens Caleb im Ende der Wild West-Area, also 1928 spielt das Spiel. Wird im Nachfolger dann nochmal klargestellt im ersten Teil. Also die haben es hier tatsächlich sehr vage gehalten. Also irgendwann 1920 bis 1940. Und Caleb ist einem Kult beigetreten, der Kabal heißt. Und die haben einen Gott namens Tschernobok gehuldigt. Ein dunkler Gott. Und nach und nach ist er halt in diesem Kult aufgestiegen und zusammen mit seiner Freundin Ophelia und zwei anderen Freunden oder zwei anderen Männern zu den Führern dieses Kultes aufgestiegen. Und ja, irgendwas ist wohl schiefgelaufen, wird auch, glaube ich, im Spiel nicht weiter erklärt und angesprochen. Auf jeden Fall sind wir jetzt zu einem Treffen mit Tschernobok angerufen worden und was da passiert, sehen wir jetzt in der Zwischensequenz gleich. Ich habe das Spiel selber halt noch nie gespielt, ist ein Blindplay. Ich habe mir das erste Level jetzt mal angeschaut, von daher, das kenne ich auch mit den Secrets. Ich werde nicht alle Secrets finden in den folgenden Leveln. Mir geht es darum, es durchzuspielen und nicht alles genau abzusuchen, wie üblich. Und ich werde es eben auch auf der einfachsten Schwierigkeit starten. So, hier haben wir die verschiedenen Episoden, ist halt auch wie damals üblich in Episoden aufgeteilt worden. Die ersten vier, glaube ich, genau, die ersten vier waren vom Hauptspiel und die anderen beiden sind von den Add-ons, die dann später noch erschienen sind. Und wir werden uns halt dann von oben bis unten mal durcharbeiten. So, dann starten wir hier mal mit Still Kicking und wie gesagt, einfaches Schwierigkeitsgrad, weil es halt doch sehr schwer sein wird und sehr schwer sein soll, was ich so gelesen habe. Also war damals halt üblich, dass man da ein bisschen arbeiten musste. Von daher, ich möchte einigermaßen gut durchkommen, deswegen nehmen wir hier den einfachsten Schwierigkeitsgrad. Und es werden auch eine ganze Menge Anspielungen vorkommen, aber das kann ich ja dann später während des Gameplays nochmal erzählen. Jetzt erstmal Intro und ja. Die guten alten 3D-Intros zu der Zeit. Welcome, my servants. My slaves. What is your bidding? You have failed me. I disavow you all. What the? What?
taken your love. Now I will take your life. Consider my power in a hollow grave. I live again. Ja, und irgendwie sind wir jetzt wieder zum Leben erwacht. Ein untoter Protagonist. Also wie gesagt, die Secrets hier kenne ich halt noch, weil ich es mir mal angeschaut habe im Laufe der Zeit. Um mal zu gucken, ob es was für mich ist. Und ja, es hat den Namen Blood nicht zu Unrecht, das Spiel. Es ist ein sehr, sehr blutiges Spiel, aber witzig gemacht. Und wie gesagt, es gab eine ganze Menge witzige Anspielungen dann. So, unser erster Gegner hier, so ein Zombie, den können wir einfach locker mal hier wegprügeln. Und man kann halt auch mit den Köpfen hier Fußball spielen. Kann mich auch noch dunkel dran erinnern, dass das mal, dass mir das mal irgendjemand erzählt hatte, als ich noch was kleiner war. Wahrscheinlich haben sie dann von dem Spiel hier gesprochen. So. Nevermore. Hier Draven, eine Anspielung auf den Film The Crow. Und ich glaube, das Nevermore ist eine Anspielung auf ein Gedicht von Edgar Allan Poe, wenn mich nicht alles täuscht. Kenne ich selber nicht, habe ich halt auch nur in einem der Videos gesehen. Nun gut, Flare Gun. Und wir rennen hier mal noch ein bisschen auf so einem Friedhof rum. So, und da haben wir halt dann noch einen der Anhänger des Kultes. Dem Treffen funktioniert gerade nicht so gut. Das ist sonst immer besser gelaufen. Aber gut, wir kriegen jetzt zumindest wieder Leben zurück. Das ist schon mal ganz nett. Und wo bist du genau? Da bist du gestorben. Der hat nämlich noch einen Schlüssel für uns. So, dann konnte man da oben... gibt es noch ein kleines... ja. Komme ich da hoch? Jawohl. Jetzt können wir halt die Waffen dual-wielden. Da hinten wären auch noch Sachen. Open for business. Verbraucht halt jetzt doppelt so viel Munition. Aber dafür kriegen wir die Leute mal relativ schnell weg. So, das wäre das. Ich hole mir jetzt aber trotzdem das Zeug da draußen nochmal mit. Kann ja nicht schaden. Mit den ganzen Wäffchen, die wir hier noch haben. Okay. Funeral Hell. Na gut. Hier gibt es ein weiteres Secret. Na komm, geh auf. Oder müssen wir... Normalerweise sollte das eigentlich sich... Ach nee, warte mal. Doch, normalerweise sollte sich das öffnen, wenn wir da hinkommen. Da hören wir schon was. Interessant, warum funktioniert das jetzt nicht? Sonst ist eigentlich immer aufgegangen. Na gut, gehen wir erstmal hier hoch. Da haben wir noch ein bisschen TNT. Hier wäre noch ein Secret. Beast Vision ist so eine Art Nachtsicht, habe ich mir, oder wie ich das mitgekriegt habe. Hm, interessant. Ich habe nämlich keine Ahnung, was das triggert. Normalerweise ging das nämlich tatsächlich immer von alleine auf. Vielleicht muss ich hier irgendwie mal hin. Scheint aber erstmal nicht so der Fall zu sein. So, da... Genau, wir haben zwar einen Schlüssel, aber das ist halt der falsche. Da könnten wir eigentlich schon ein bisschen abkürzen. Dual Wielding ist jetzt mittlerweile auch wieder weg. Ah, jetzt geht's auf. So, Ratten. Hauen wir euch noch weg. Die machen halt auch so ein bisschen Schaden und sind relativ schwer zu treffen, da die halt so klein sind. Komm, hier, danke. Aber dafür gibt es halt auch ein paar Flares und da können wir uns direkt wieder hochheilen. So, wir haben hier noch ein paar Granaten. Ich glaube, die, beziehungsweise Dynamit. Das setzen wir auch direkt mal ein. Da gibt es nämlich noch was zu mitnehmen. Ein wenig... Rüstung. Wenn wir schon beim Dynamit sind, können wir dich auch noch zerlegen. Und Tor.
So, hier drin haben wir auch nochmal einen Kollegen. Wie gesagt, das Level kenne ich. Danach wird es dann relativ blind. Na komm, schipp doch mal. So, hier war auch noch eine weitere Anspielung. Out, out, damn spot. Macbeth-Anspielung. Haben wir damals in der Schule gelesen. Fand ich auch ziemlich gut eigentlich. Hat mir gut gefallen. So, ich glaube, den könnten wir noch zacken. Das bringt aber nicht allzu viel. Ich glaube, hier war noch was. Genau, Doctor's Packs sind halt einfach Medipacks, die wir halt zwischendurch mal nutzen können. Und da drin haben wir auch noch ein Power-Up, das ich mir gerne mitnehmen würde. Ja, es gibt wohl, wenn man schnell genug ist, die Möglichkeit, da ohne Schaden zu nehmen, also hier rein zu hüpfen, aber wir haben auf jeden Fall ordentlich Leben jetzt dazu gekriegt. So, hier kommen wir wieder zum Anfang zurück. Ein bisschen Backtracking. Licht können wir auch mal noch anmachen. Und mit dem jetzt aufgenommenen Schlüssel können wir auch hier jetzt weiter. Hier sehen wir auch Dolchschlüssel. Ja, sehen ein paar Dolche. Achso, ja genau. Ich kann auch mal abspeichern gerade. Sicher ist sicher. Obwohl hier eigentlich noch nicht allzu viel passieren sollte. Aber ja, es wird wahrscheinlich noch schwieriger werden. Ist ja erst das erste Level. So, hier gibt es noch ein Secret. Da unten haben wir jetzt noch... Na, ich glaube, ich nehme dich mal. Jemand, der unbedingt sterben möchte. Und hier gibt es halt noch die Möglichkeit, aber ich kriege den Sprung... Also ich habe ihn einmal hingekriegt, irgendwie jetzt nicht mehr so ganz... Dass man hier irgendwie in die Wand reinspringen kann. Und dort gibt es dann noch... Eine Art Raketenwerfer. Ja, genau. Super. Das war Sinn der Sache. Gut, dann dürften wir, glaube ich, jetzt tatsächlich alle Secrets hier haben. Und es geht weiter zum nächsten Level. Doch nicht alle. Eins habe ich übersehen. Welches habe ich übersehen? Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Ach ja, genau. In den Dings wäre noch eins gewesen. Bei den Krematorien oder beziehungsweise der Leichenhalle. Da war nämlich noch eine Möglichkeit, wo wir vorhin die Rüstung gefunden haben, da was aufzusprengen. Gut, erst Level erledigt. Weiter geht's mit dem zweiten. So, und ab hier ist es jetzt relativ blind für mich. So, ein wenig TNT. Ein Zombie, der sterben möchte. Und noch mehr TNT. Können wir direkt mal ein bisschen für Aufruhr sorgen. Und Caleb hat Spaß. Fresh victims for the ever-growing army of the undead. Ich glaube, das ist aus Armee der Finsternis, wenn mich nicht alles täuscht. Wie gesagt, es sind eine ganze Menge Horrorfilme und Bücher hier in den Zitaten und so weiter vertreten. Oh, und da haben wir eine Shotgun. Wie schön. Und Gegner. Na komm, dich gabeln wir mal zu Tode. Juhu. So, das Zeug holen wir uns auch noch gerade zusammen. Ja. Klappe. Und was haben wir denn hier noch Schönes? Ah ja. Gefährlich. Drücken wir einfach mal. Ah, ich denke, wir kommen dann hier weiter. Nur das noch so ein bisschen drücken. Da kam ich her. Ah. Oh, hallo? Ratten. Das würde ich auch mal gerade abspeichern.
Sicher ist sicher. Vor allem, wenn ich jetzt gerade wohl getroffen habe. Ja. Gönn dir mal. Ich glaube, ich soll mit der Munition nicht so ganz verschwenderisch umgehen. Ups, vor allem, wenn sie wieder aufstehen. Okay. Ja, auf den höheren Schwierigkeitsgraden sind halt deutlich mehr Gegner hier. Was macht ihr denn da? Ach so, das sind einfach, glaube ich, so 0815 Zivilisten, oder? Können wir euch anreden? Ich glaube, wir können euch töten. Na komm, komm, komm. Du hast eine sehr weibliche Stimme dafür, dass du relativ männlich aussiehst, ne? Muss ich ja mal sagen. Bitte was? Ja, die scheinen halt auch so eine Fantasiesprache. There's no place like home. There's no place like home. Svel ist im Wunderland, oder? Ach, und der ballert einfach die Leute hier weg. Wie fies. So, der Kollege kann aber da mal weg. Ihr stört tatsächlich gerade so ein bisschen. Ja, ja. Take it, please. Ja, kriege ich hier noch eins? Aber wir haben zumindest mal den Mondschlüssel bekommen. Und hoffentlich ein Ticket. So, Jungs, wie sieht es bei euch aus? Wie gesagt, hier, ich könnte halt hier mehr oder weniger random die ganzen Dinger mal abfarmen, aber hier weiß ich halt nicht mehr, wo die Secrets sind und werde, glaube ich, auch nicht großartig nachsuchen. Na? Ich wollte gerade das Schild noch lesen, mein Freund. Wie viel Shotgun-Muni haben wir denn? Oh, das geht ja. Wir kriegen ja auch mal wieder Shotgun zurück von denen. Ich glaube, dann können wir mal ein bisschen durchschotten. Achso, ja, die haben ja auch, fällt mir ein, alle eine. Also alle Waffen haben eine Secondary Fire. Und das heißt, wir haben dann zum Beispiel hier bei dem bei der Schrotflinte die Möglichkeit, beide Schüsse auf einmal abzufeuern. Es klingelt. Mal gucken, wer da für uns anruft. Hallo, may I speak to Mr. Josh? First name Hugh. Und diese Prank-Anrufe. Schlimm. So, du kannst da mal weg. Ehrlich gesagt, das hier sieht doch echt, das ruft doch nach Secret, oder? Ja? Aber nicht so ganz. Können wir einen Jukebox. No, auch schön. Ich spiele einfach mal ein paar Todesschreie ab. Aber gut, dann werden wir dich noch gerade platt hauen, Kollege. Ja, langsam ist auch wieder gut. Komm. Und was sich hinter dieser Tür befindet, schauen wir uns in der nächsten Folge mal an. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.